Herzlich willkommen hier bei Klemmbaustein Magie. Ich bin der Mike. Ja, weiter im Thema Space. Ich habe hier euch mitgebracht meinen LL680XF. Einen Raumaufklärer, wie ich nenne. Also so ein Radarflugzeug ist wie die Boeing, der Navy. Den großen Radarteller drauf und sowas. Ja, das gute Stück besteht aus 306 Teilen. Bauplan wie immer unten verlinkt. Jetzt in einer Farbgebung von M-Tron in Schwarz und Rot. Original Flügelplatten wieder verbaut. Hatte ich auch eine ganze Menge von. So, dann messen wir uns das gute Raumschiff mal aus. Wir sind hier bei Spitze, so gucke bei dem, bei gut 43 cm Länge. Wir haben 11,3 Höhe. Und wir haben jetzt eine Breite von, gehen wir mal die Antenne hier aus, von 26,5. Ja, passt ja nicht ganz auf ein so ein Landefeld drauf. Wo ist sie da? Ja, passt nicht ganz, braucht auch schon fast zwei. Ja, ich denke, ihr seid gespannt auf die Detailansicht und da gehen wir jetzt hin. So, das ist das gute Stück. Die Bauplan für die Landefelder ist auch auf Ribbicle verfügbar. So aufgebaut für so ein Delta-Flieger. Auch hier den Schriftzug drucken lassen. Die Ziffer 3 ist halt, habe ich da gehabt. Raumschiff 3 und die beiden länglichen Teile hier vorne mit Orange, Schwarz und Weiß und Gelb. Hätte ich auch irgendwo her gehabt. So, wir haben jetzt zwei von diesen schönen transgelben Cockpit. Haben hier den Piloten. Mal wieder zu. Hier hinten etwas erhöht sind die, ich sag mal, Radaroffiziere. Ich sag, das Schiff ist ausgestattet mit Antennen und Radarschüsseln. Hier auch wieder zu. Kennt man hier. Ich habe auch hier diese, ich glaube, Transneon ist das, Antennen genommen. Die heben sich schön vom Schwarzen ab. Hier unten, das sind schwarze Ritterlanzen. Das Ganze so ein bisschen aufgepeppt. Wieder. Ja. Hoffe, das Video und das Modell hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Video.